Und diese Person, sagt Allah Azza wa Jal, jedes Mal, wenn seine Haut durchgebrannt wurde, wird ihm eine neue Haut gegeben. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ, damit sie die Strafe kosten, bedeutet, eine abgebrannte Haut fühlt nicht mehr die Schmerzen, die eine neue Haut fühlt. Deswegen, was macht Allah, nachdem er die Haut abbrennen lässt? Er gibt ihm eine neue Haut, لِيَذُوقُ الْعَذَابِ, damit sie die Strafe kosten. Und Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, sagte, dieses passiert 70.000 Mal am Tag, dass die Haut von einem Diener durchgebrannt wird und wiederhergestellt wird. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagt, die Überlieferung über Al-Hasan al-Basri ist authentisch. Ist das Strafe? Das ist Strafe. Deswegen, ja, Ikhwa, ganz gleich, was wir uns für diese Leute wünschen, sie werden ihre gerechte Strafe bekommen, so wie ein jeder Übeltäter die gerechte Strafe geben wird.